5BN, Fabian LP, Big Fish Games. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen New York Mystery Teil. Die Laterne der Seelen. Sammleredition natürlich, wie gewohnt. Ja, wir spielen wieder zum dritten Mal New York Mysteries. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, noch nie ein Profil gemacht. Und jetzt auch nicht gerade die alten Teile angeschaut. Aber ja, mittlerweile bin ich so ein richtiger Stalker der Serie. Auch wenn ich jetzt den Release ein bisschen verpasst habe. Weil ich die Abschlussprüfung hatte. Da habe ich eine Pause gemacht und jetzt geht's aber weiter. Da haben wir das Team von 5BN, das wieder mal ein super cooles, ich hoffe, ein neues Game gemacht hat. Noch nie reingeschaut. Ja, da sieht man die 2D-Grafik, 3G-Grafik. 3D, nicht 3G, ja. Soundtrack, Sound. Die es auffällt, es ist immer noch der gleiche Sound. Und letztes Mal hat es sogar mehr Animation im Titel. Gut, wir spielen mal los. So, der Name ist ja klar. Mit was spielen wir denn? Normal, Experte. Tipp, Ladezeit und Minispiel lösen, Ladezeit. Ich glaube, ich nehme den Normal. Also, da ist ja der Unterschied so klein. Mimmels den Funkeln, gibt es auf aktiven Bereichen. Das finde ich auch gut, Anleitung. Ja, im Notfall, vielleicht brauchen wir die mal. Vielleicht, ich hoffe, ich versuche alles natürlich ohne Anleitung. Das finde ich auch gut, Tipps, ja. ...90 ist das Maximum, aha. Ja, wir spielen auf normal, komm. Los geht's. Die Story hoffentlich kommt. Bis gleich. Oh oh! Huh! Ich hab schon. Ah, durch. My name's Laura James. I'm a journalist with the Daily News. Recently, I joined a secret order dedicated to investigating mysterious crimes. As a journalist, it's quite easy for me to hear about any peculiar happenings in the city. So here I am again, driving to the scene of a strange murder. Ja, und da sind wir wohl. Das war wohl die Story. Ja, wir möchten natürlich das Tutorial haben. Aha. Wähle den Wachmann aus, um dich mit ihm zu unterhalten. Evening. You're on the Martell's private property now. You'll just state your name and business, if you don't mind. Laura James, eh? The journalist? Yes, the cops said you'd be coming by. Still, I can't let you pass until you show me some ID. My duty is still my duty, after all. Okay, das sagt er also. Mit einigen Objekten kannst du interagieren, öffne die Autotür. Einige Bereiche und Gegenstände können näher untersucht werden. Im Inneren des Wagens, okay.
Nimm die Zeitung. Thomas Martel heißt er also, 58 Jahre, okay. Herzanfall im Heim, okay. Zeitung nehmen wir mit. Die Handtasche nehmen wir auch mit. Ah, da kann man kombinieren, okay. Oh, die kann man sich eröffnen, oder? Ja, kann man. Pulver. Unseren Ausweis natürlich, Laura James, okay. Das war dann wohl die Handtasche. Pulver. Für was hat die Pulver in der Handtasche? Aha, ja, stimmt. Ja, da kann man die Daten sich verlassen. Ich wollte schon wieder gehen, das reicht mir schon hier. So, Ausweise kannst du mal haben hier. Alright, that's sein Gesicht. You can go in. I hope you'll prove more useful than the police. Until just now, they hadn't found Mrs. Martell's body. But let me tell you something. What you're about to see inside might shock you. Here's a copy of the mansion key. Take it, and good luck. Okay, wir haben den Schlüssel, super. Tipp müssen wir jetzt auswählen. Nein, wäre ich nie darauf gekommen. Ich wäre jetzt hier ins Auto gegangen und da gedrückt. So. Hier, das Waschhäuschen. Vielleicht finde ich hier etwas Nützliches, aber ohne den passenden Schlüssel komme ich da nicht rein. Sehr wahrscheinlich die Leiche liegt genau hier drin. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. Aha, man muss also mehr machen jetzt. Untersuche den Tatort im Anwesen und stelle fest, was passiert ist. Wechsle mit Hilfe des Richtungspfeils den Schauplatz. Neue Aufgabe, Beweise. Ich muss das Anwesen nach Beweisstücken durchsuchen. Man hat mich beauftragt, herauszufinden, wer Carrie Myrtle ermordet hat. Und ihr Mann ist ja auch gerade letztlich gestorben. Also von dem her. Eine Gabel. Okay. Kuchen, Champagner für eine Beerdigung. Aha. Ja, stimmt, hat sie recht. Sektkühler. Okay. Da fehlt also noch was. Okay. Und ich spiele einfach mal darauf los. Ich bin jetzt. Ja, ich bin blöd. Nein. Ich bin jetzt nicht der, der es immer checkt, aber wenn ich mal was sehe, gebe ich schon ein bisschen Gas. An einigen Schauplätzen haben wir Sammelobjekte versteckt. Du hast das erste gewonnen, halte die Augen nach den restlichen offen. 8 Sammelobjekte, okay, das ist nur für die, die... Hier ist noch eins, oder? Chameleon-Objekte, ah, das sind solche, die sich die Farbe und Aussehen ändern, wie es hier steht. Alle 35, okay. Also sehr wahrscheinlich auf 35 Szenen. Also, so. Schon ruhiger, oder? Das für alle, die die Sammler-Edition haben. Was für ein seltsamer, schwerer Sockel. Nein. Raten würde zu lange dauern, ich brauche einen Hinweis. Okay, das ist irgendein Rätsel, was wir jetzt noch nicht gerade können. Gut, was für ein Zimmer. Thomas Martel war kein armer Schlucker. Wow. Aber seine Frau schon, oder wie? Kein Reißverschluss verschrieben dran. Geht's mit der Gabel? Natürlich nicht. Das ist ein Kissen. Eine Stricknadel. Die geht auch nicht. Okay. Mit 33 Meilen ist der Broadway die längste Straße New Yorks. Hier liegen die berühmtesten Theater, viele berühmte Clubs und Bars sowie zahlreiche Geschäfte. In einigen Bereichen sind Karten versteckt. Du hast die erste gefunden. Versuch sie alle zu finden, um das Geheimfach, das sie verbergen, zu öffnen. Okay, das ist schon mal was Neues, glaube ich, so. Da ist ein loser Faden. Wenn ich daran ziehe, löst sich das Ding auf. Ja, willst du es mit der Gabel wegmachen, oder wie? Mit Pulver. Aber ist die unfähig, oder wie? Gut. Ja, lassen wir das... Ah, cool, er hat sogar die Kissen... Oder sie hat die Kissen hier unten hingelegt. Das ist schon mal... Also wir sehen schon ein paar Neuerungen hier.
Aha. Sollte ich etwas unter der Tür durchschieben? Ich könnte den Schlüssel rausstoßen. Ich glaube, die Stecknadel. Natürlich. Ah, den habe ich gar nicht gesehen da. So, jetzt sollte sie... Hä? Ach so, ja gut. Da kommt jetzt jeder Depp drauf eigentlich. Wenn man ein bisschen... Gut, da haben wir schon ein Zimmer frei. Aber noch schauen, das leuchtet hier so. Das Allerwichtigste haben wir gar nicht gesehen. Das ist also der vom Mann. Weshalb liegt das da? Oh, Fallnotizen. Wir müssen von vorne beginnen, sonst geht das nicht. Und ja, ich weiß nicht, wie lange wir heute spielen. Ich glaube nicht, dass wir es durchspielen, weil ich dann irgendwann nicht mehr sprechen kann. Aber ja, ein mysteriöser Mord. Der Orden des Weißen Steins hat mich beauftragt, den Mord an Carrie Martel, Witwe des kürzlich verstorbenen Anwalts Thomas Martel, sagen wir jetzt, zu untersuchen. Die Polizei kann sich zurzeit keinen Reim auf das Verbrechen machen. Sie sollen auch keinen Reim machen, sondern den Fall aufklären. Es ist ungeklärt, wie sich der Täter Zutritt zum Haus verschafft hat. Ja, und wie haben wir uns Zutritt verschafft? Mit falschen Papieren, oder wie? Aus der Zeitung. Gestern wurde in der Zeitung über den Tod Thomas Martels berichtet. Auf dem Foto sieht es so aus, als sei er um einiges älter als seine Frau gewesen, die nur einen Tag später ermordet wurde. Sie wäre die Alleinerbin des beträchtlichen Vermögens gewesen. Man weiß ja nicht, ob er an Herzinfarkt gestorben ist. Erste Indizien. Im Wohnzimmer des Opfers habe ich eine Krawattenklammer gefunden. Genau diese Klammer trug Thomas bei seiner Beerdigung. Das lasse ich jetzt weg, weil der Name so scheiße ist. Wie die Klammer also ins Wohnzimmer geraten ist, bleibt vorerst unklar. Wo sich die Leiche seiner Witwe befindet, ist ebenfalls nicht geklärt. Es gibt keine Anzeichen, dass die Leiche aus dem Zimmer gezerrt wurde. Gibt's nicht. Da könnte man vielleicht... Was steht da? Steht da? Blut, aber von der Leiche keine Spur. Kann man nicht ein bisschen Pulver draufschütten und dann haben wir die DNA? Okay. Ich würde gerne sehen, was da oben hingeht, aber da ist wahrscheinlich die Leiche hochgegangen. Da geht's nur raus, oder? Genau. Dann haben wir hier doch die Map, genau. Da sehen wir da draußen. Ah, da ist noch. Da können wir auf jeden Fall noch was machen momentan. Da sind wir jetzt noch nicht gewesen. Oh, falsch, sorry. Wir gehen mal weiter. Also, ich sehe gerade noch was, aber... Das Feuer haben wir noch nicht angeschaut. Das Emblem fehlt. Oho. In dem Kamin ist noch etwas. Ich muss das Feuer löschen. Sorry. Ich lache da teilweise ein bisschen. Medaillon, okay. Okay, das Emblem fehlt immer noch. Das hier war was anderes. Ich glaube... Was war das? Teilweise leuchten die ein bisschen, ja, nicht ganz genau am richtigen Ort. Wir gehen mal weiter. Und immer aufpassen, was sie hier schreibt, denn das lese ich immer vor. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Gut.